Islam, wenn ihr morgen losfährt, denkt nicht, du bist irgendwas Besonderes. Yani, du bist ein Diener unter den Dienern. Einer von vielen. Dieser Gedanke muss aus dem Kopf, damit du deinen Kopf ducken kannst, damit du dich schämst, damit deine Ibadah vernünftig ist. Aber der Shaitan denkt, ah, ich bin es. Ich mach Umrah, ich bedeck mich, ich mach so, ich hab so viel gemacht. Habibi, du hast Allah nichts dazugefügt. Er braucht uns nicht. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Er muss dich nicht mal belohnen nach dem, was du gemacht hast. Kann er dich, muss er dich belohnen? Muss er nicht. In ihm gehört alles. Ihm gebührt alles. Wir müssen verstehen, wem wir dienen. Wir müssen verstehen, an wen wir glauben.